Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect, wo wir auf dem Weg zurück nach Zeus Hope sind, um die Kolonie und auch die Normandy vor dem Torianer zu retten, bevor Saren Kontakt aufnehmen kann. So, schnell weg hier. So, unser Hüpfball ist wieder unterwegs. Aber wo sind die Geth-Truppen, die zu uns unterwegs sind? Ach, da kommen sie. Huch. Sind ja gar nicht mal so wenige. Mit Raketen und allem. Das ist, Bums. Die auch weg. So, komm, zerleg das Teil und gut ist. Auch unser Mako ist inzwischen so übermächtig, dass uns die Feinde gar nicht mehr wirklich was anhaben können. Was schießt da oben eigentlich? Es empfiehlt sich jetzt nochmal einen Zwischenstopp zu machen bei den Überlebenden. Bei diesen Flüchtlingen da. Genau dahin fahre ich jetzt auch. Wow. Ich verliere die Kontrolle. Das war ja hier vorne direkt. Irgendjemand. Hört mich irgendjemand? Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Keine Ahnung, aber ich würde sagen, wir gucken mal nach. Hier ist Juliana Bainham von der Pharos-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Und zwar schnell. Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal hinterher. Irgendetwas stimmt da unten nicht. So, einfach rein ins Gefecht, würde ich sagen. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Geth Sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über Sie gefunden. Ich weiß, was Sie während des Gyllianischen Angriffs getan haben, aber solche Heldentaten brauchen wir hier nicht! Diesmal nicht, John. Sie müssen aufgeben und Sie gehen lassen. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, John. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Wollen Sie ihnen von dem Torianer erzählen oder soll ich es tun? Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Zeus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, John. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Sehen Sie das inhärente Potenzial dieser Kolonie denn nicht? Sie könnten sogar befördert werden. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen folgen kann. Eine fremde Welt, die sich von einem Alien-Angriff erholt hat. Das macht sich doch gut im Firmenprofil. Es stimmt, dass noch kein Held der Menschlichkeit je bankrott gegangen ist. Traurigerweise würden Sie dabei wahrscheinlich sogar ein Vermögen machen. Aber wenn uns das unser Leben zurückgibt, bin ich dabei. Es könnte funktionieren. Nein, die infizierten Kolonisten passen nicht so recht in diesen Plan. Nein, nein, sie müssen verschwinden. Sie können die Kolonisten nicht einfach töten. Es ist nicht Ihre Schuld. Wenn Sie den Torianer töten, wird die Infektion vielleicht aufgehalten. Möglicherweise. Es ist einen Versuch wert, aber ich weiß nicht, ob ich die Kolonisten verschonen kann. Es muss einen anderen Weg geben. Vielleicht gibt es den. Kommen Sie vor Ihrem Aufbruch zu mir, Commander. Sorgen Sie einfach dafür, dass es hinterher keine Beweise dafür gibt. Boah, wir hätten den Kerl abknallen sollen. Verschwenden Sie keine Zeit. Kümmern Sie sich um den Torianer. Hallo, Gavin. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden?
Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Geben Sie mir einfach meine Credits, dann bin ich schon wieder weg. Aber sicher. Danke für Ihre Hilfe, Commander. So, haben wir das auch schon mal erledigt. Vor unserem Aufbruch sollen wir nochmal zu ihr kommen. Es ist bald soweit, nicht wahr? Vielleicht können wir unsere Freunde ja doch noch befreien. Ich muss ihnen helfen. Es ist meine Schuld, dass das passiert ist. Ich bin froh, dass Sie bereit sind, uns zu helfen. Ich denke, es gibt einen Weg, die Kolonisten zu retten. Sie haben eine Minute. Ich denke, Sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate? Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraclopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn Ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es Sie lähmen. Wenn es sein muss, könnten wir es mit einer Granate freisetzen. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Setzen Sie Ihre Granaten mit dem Anti-Torianer-Gas-Upgrade aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Das ist auch der Grund... Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Viel Glück. Warum ich diese ganzen Granaten-Upgrades haben wollte. Ach Mann. Ist jetzt hier eigentlich irgendein Upgrade? Nee. Rüstungstechnisch auch nicht wirklich. So, Granaten-Upgrade. Das Anti-Torianer-Gas. Dieses Upgrade wurde speziell entwickelt, um Personen unter dem Einfluss des Torianers zu lähmen, aber nicht zu töten. Wir haben 7 Schuss, denn wir haben 7 Granaten. Das renne ich auch noch vorbei. Das muss reichen, um sämtliche Kolonisten auszuschalten. Und deswegen war ich auch so zögerlich, irgendwelche Granaten einzusetzen. Weil ich eben nicht genau weiß, wie man die wieder auffüllen kann. Man könnte es ja mal nachschlagen, aber... Ich muss schon wieder husten, das ist gar nicht schön. Es nervt total, ich kann gar nicht singen. Oh. Boah, hatte gerade einen megamäßigen Hustenanfall. Musste ich tatsächlich erstmal das Spiel unterbrechen. Jetzt komme ich irgendwie gerade nicht so richtig rein. Das ist Heidewitzka. Du wolltest diese purpurne Scheiße doch gerade nicht auf mich schießen, oder? Boah. Tut mir leid, ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen jetzt. Das war... Der war richtig heftig. Ich habe schon fast gedacht, ich kotze mir die Lunge aus dem Hals. Weil das ja der Ort ist, wo die Lunge sitzt. Oh, guck mal, was da ist. Dieses Wesen war kein Kolonist. Diese Veränderung war keine Folge einer Infektion. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Ganz wie Sie wünschen, Commander Shepard. Tut mir leid. 16 Kolonisten für 7 Granaten. Das kann ja lustig werden. So, aber die Creeper dürfen wir zerstören. Dann mal los. Ja, und diese Creeper, die kennen wir ja schon aus der einen Cerberus-Anlage. Da haben die ja mit denen schon experimentiert. Oh, verdammt, es ist... Ah, mit der Husterei. Es tut mir leid, das ist ganz furchtbar im Moment. So, und... Zack! Runter jetzt! Komm, bumm, bumm. Mach mal Bumm. Jetzt mach doch Bumm. Achtung!
Einen aber natürlich verfehlt. Das ist blöd. Achtung! Beschuss! Warum brauchen diese Granaten denn so lange zum Explodieren? Das ist ja furchtbar. Kann man die nicht irgendwie anders einstellen? Vor allem habe ich irgendwie die Möglichkeit, irgendwo nochmal Granaten herzukriegen. Sonst kann das nämlich ungemütlich werden, wenn man nicht richtig zielt. Und ein Ladebildschirm. Boah, ich muss mir nach dieser Folge unbedingt erstmal was für meinen Hals überlegen. Autosave. Autosave erfolgt automatisch. Also ein bisschen nervig ist es schon, oder? Dieses Autosave. Aber andererseits manchmal auch ganz nützlich. Da sind wieder torianische Creeper. Wo kommen die hier jetzt eigentlich her? Die waren doch vorher nicht da. Hier, für euch. Haben die Schilde verloren. Irgendwann macht's dann mal Bumm. Komm, Bumm. Achtung! Es geht doch. Das ist so ähnlich wie Angriff der Body Snatcher, oder? So, erstmal die Creeper erledigen hier. Und dann können wir wieder eine Granate schmeißen. Sie sind entschlossen, uns vom Schiff fernzuhalten. Wir müssen eines der Frachtmodule beiseite schaffen. Und zwar dahin. Ich bin dran. Ja, passiert jetzt noch mal was? Bumm. Die explodiert nicht. Wieso explodiert die Granate? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Runter jetzt! Explodiert wenigstens die. Na toll, jetzt ist Tali down. Weil wir uns ja auch nicht wehren dürfen. So, jetzt habe ich's verkackt. Jetzt, Rex, erklär mir mal, warum du, Blödmann, jetzt hier den Kolonisten umgekloppt hast. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Volle Deckung. Dann möchte ich wissen, warum sie von dem Gas nicht getroffen worden ist. Oh, wo haben wir denn die Granaten her? Auf einmal wieder. Rex, es gibt heute kein Mittagessen. Du warst böse. Ich hatte gehofft, dass wir alle Kolonisten durchbringen, aber Rex hatte da andere Pläne. Runter jetzt! Achtung, Beschuss! Ich kann die auch nicht durch Beschuss zum Explodieren bringen, die Granaten. Ich muss wirklich warten, bis es irgendwann Puff macht. Aufpassen. Das nervt ganz schön. So, da sind noch mehr von denen. Ist das Ziel, Shepard. Können Sie die Steuerung nachvollziehen? Ich denke schon. Wir drücken auf den Knopf und das Ding funktioniert, richtig? So, Kolonist, bleib mal stehen. Entsichert und geladen. So, und du auch, mein Freund. Runter jetzt! Achtung! Ach so. Ich kann dich selber zum Detonieren bringen, indem ich den Granatenknopf nochmal drücke. Sehr cool. So, sind hier noch welche? Anscheinend nicht. Gut, dann müssen wir jetzt die Kransteuerung aktivieren. Wir wollen ja schließlich zum Torianer. Und da ist der Zugang. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance.
Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Tja, zwei haben es nicht geschafft. Wo ist jetzt der Zugang? Wo haben wir das Ding denn hochgehoben? Hier. Ab jetzt dürfen wieder scharfe Waffen benutzt werden, Leute. Plötzlich seltsame Musik. Dies hat sogar Shepard irritiert, diese Musik. Aber man hört den Torianer schon. Ja, haben wir natürlich gleich abtrünnige Punkte gekriegt dafür, dass Rex den Kerl abgeknallt hat, weil das ja unsere Schuld war, ne? Boah, Rex, wie kannst du nur, ey? Es hat alles so gut geklappt und dann legt Rex den Kolonisten um. Das ärgert mich total. So, wo ist jetzt dieser Torianer? Ich will nur überlegen, ob wir heute wieder überziehen. Ob wir wieder eine halbstündige Folge machen, damit wir das hier noch fertig kriegen. Da ist er. Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Was sie... Kila, was ist das? Nichts ist jemals einfach, oder? Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Torianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben Saren etwas gegeben, etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Geben Sie mir, was ich brauche, und ich werde mich an jenen rächen, die Sie verraten haben. Der Torianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Das ist bedauerlich. Mit dem Boden und den neuen Trieb nähren. Ich werde dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Dann müssen wir den Torianer wohl vernichten. Der liegt gerade, dazu müssen wir irgendwelche Knoten abschießen hier. Ich könnte schwören, dass das diese Dinger hier sind. Aber irgendwie tut sich nicht, wenn ich da drauf schieße. Also würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter gucken. Ja, es ist unser zweiter Bosskampf. Der dritte, wenn man den koganischen Warlord mitzählt. Und da ist der erste Knoten, den wir zerstören sollen. Um den Torianer zu erledigen. Man kann es deutlich sehen. Noch ein paar davon und das Ding hat echte Probleme. Um den Torianer zu erledigen, müssen wir noch mehrere von diesen Knoten ausschalten. Während er uns weiterhin seine Creeper und diese Asari-Klone auf den Hals setzt. Warum der Asari-Klone herstellen kann, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter und sehen zu, dass wir ihn möglichst schnell erledigen.
Ich werde dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Er hat mich angekotzt. Das kotzt mich an. Level up. Dieses Mistvieh hier. Entsichert und geladen. Entsichert und geladen. Wer zur Hölle sagt das? Das ist nicht Shepards Stimme, es ist natürlich auch nicht Tali, aber es ist auch nicht Rex. Ich bin total verwirrt. Aber nicht verwirrt genug. Ja. Nee, ich überziehe nicht. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Das nächste Mal gibt es den finalen Showdown mit dem Toriana. Die Nachbesprechung und dann überlegen wir, wie wir hier weiter vorgehen. Bis dann. Salariana Biologie. Ein besonderes Merkmal der Salarianer ist ihr ultraschneller Stoffwechsel, der sie mit nur einer Stunde Schlaf pro Tag auskommen lässt. Ihr Verstand und ihr Körper arbeiten schneller als die der menschenähnlichen Völker, was sie mitunter hyperaktiv wirken lässt. Aber aufgrund dieses außergewöhnlichen Stoffwechsels werden sie auch nicht viel älter als 40 Jahre. Salarianer sind haplodiploide Amphibienwesen, die Eier legen. Aus den unbefruchteten Eiern erwachsen die Männchen und aus den befruchteten die Weibchen. Einmal im Jahr legt eine Salarianerin etwa ein Dutzend Eier. Nach einem bestimmten Gesellschaftskodex werden davon nur die wenigsten befruchtet. Als Ergebnis davon sind 90% der Salarianer männlich. Die Salarianer verfügen über ein fotografisches Gedächtnis und vergessen selten etwas. Zusätzlich brennen sich die Namen und Gesichter aller Personen, mit denen sie in ihrer Jugend Kontakt haben, in ihr Gedächtnis ein. Das Ausbrüten der jungen Salarianer ist ein feierliches Ritual, bei dem sich die Dalatrasse, die Clanmutter, mit den Eiern zurückzieht. Die jungen Salarianer gehen dabei eine starke psychologische Bindung mit ihr ein und fügen sich zumeist ihrem Willen. Beim Ausbrüten der Eier der Töchter sind die Dalatrassen des mütterlichen und des väterlichen Clans präsent. Dadurch wird die Loyalität der Töchter zu beiden Clans in gleichem Maße gewährleistet und die gewünschte dynastische und politische Einheit gesichert.